Hallöchen, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Ich stehe hier im Flur und der ist ziemlich gut ausgeleuchtet. Das war vor ein paar Stunden noch nicht der Fall, denn wir hatten 50 Watt Strahler gehabt, insgesamt 5 Stück, und das Licht war nicht wirklich schön. Ich dachte mir, das muss ich ändern. Ich habe jetzt LED-Panels eingebaut von der Firma Paulmann Licht, und wie du das Ganze machen kannst, worauf du achten musst, das zeige ich dir in diesem Video. Das oben in der Decke, mitten im Flur hier, das ist ein Lichtausschnitt. Das ist kein Panel, was blau leuchtet, sondern es ist ein Lichtausschnitt, wo die Sonne hindurchschaut. Also nicht verwechseln. Und jetzt, bevor wir jetzt mit den eigentlichen Wechseln beginnen, das A und O, Sicherung rausschalten. Raussuchen, rausschalten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ein Sicherungskasten ist meistens, wenn es ein guter ist, beschriftet, und in dem Falle ist es hier der Flur. Da schalten wir jetzt die Sicherung ab, den Hebel einfach runterschalten und zack ist die Sicherung aus, und dann können wir auch loslegen mit dem Wechsel. Und ich habe mich hier wieder für Paulmann-Lampen entschieden. Falls ihr das Video nicht kennt mit dem Carport oder mit der Garage, wie ihr das Ganze beleuchten könnt, ohne einen festen Stromanschluss, besser gesagt über ein Solarmodul, dann schau dir das Video oben im Eck an. Hiervon habe ich insgesamt mir 5 Stück bestellt. Die haben einen Außendurchmesser von 118 mm, eine Tiefe von 12 und wie schon gesagt 850 Lumen weiß, 6,5 Volt und einen Direktanschluss von 230 Volt. Das Besondere daran: ihr braucht eine Bohrung in der Decke beispielsweise von 50 bis 85 mm. Das heißt, ihr müsst das Ganze nicht mehr aufbohren wie bei älteren Spots oder dementsprechend das Ganze anpassen. Denn wir haben hier ein variables System, das uns ermöglicht, die Haltekrallen zu verstellen vom Durchmesser her. Das Ganze gibt es nochmal als smarte LED-Panel auf Zigbee-Basis. Sprich, du kannst das Ganze mit einem Smartphone steuern. Und der Unterschied hier, das Panel ist etwas größer. Wir haben einen Außendurchmesser von 175 mm. Aber du kannst das Ganze natürlich auch nochmal in einer Bohrung von 50 bis 140 mm einbauen. Denn hier sind auch wieder die Krallen verschiebbar. Das Ganze kannst du noch dementsprechend von der Lichtfarbe einstellen. Einmal warmweiß zu kaltweiß oder kaltweiß zu warmweiß. Auch eine ganz, ganz tolle Sache. Beide Produkte werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Und jetzt kommen wir auch zum Ausbau von diesem Halogenstrahler oder Spot. Der ist meistens mit einer kleinen Klammer gehalten, besser gesagt dieser Spot hier. Und dazu gibt es auch dementsprechend passende Zangen. Leider komme ich auf den Namen nicht, vielleicht weißt du die ja, vielleicht fällt dir das Ganze ein. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen grobmotorisch mit einer Wasserpumpenzange. Damit kriege ich nämlich das Ganze auch raus. Und ihr seht schon, das Leuchtmittel hängt heraus, also ganz simpel. Es gibt auch für solche Lampen, ich hatte das beispielsweise beim Bettkopftimer verwendet gehabt, es gibt solche kleinen Saugknöpfe. Das heißt, ihr könnt die randrücken und dann drückt ihr das nach vorne und dann habt ihr eine Verbindung. Das geht in diesem Fall nicht, weil hier kleine Rippchen bzw. Kühlrippchen sind. Aber diesen Saugknopf hier kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Und dementsprechend könnt ihr jetzt beispielsweise das Leuchtmittel herausnehmen und auch gleich prüfen, ob hier noch Spannung drauf ist. Und das machen wir nämlich jetzt. Und dafür kann ich dir einen zweipoligen Spannungsprüfer empfehlen. Der misst die Spannung von 12 Volt bis 690 Volt. Sehr, sehr verlässlich und sehr, sehr wichtig bei diesen Arbeiten. Und wie ihr sehen könnt jetzt, hier ist nichts mehr drauf. Ne? Also die Sicherung oder der Sicherungskasten ist richtig verkabelt bzw. richtig beschriftet. Wir können jetzt hier unbedenken rangehen und den Rahmen von diesem Spot austauschen. Wir müssen hier auch so das Ganze mit Haltekrallen fixiert. So schaut der Rahmen aus. Und wir haben hier eine Rigipsdecke. Und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, wir ziehen jetzt erstmal das Kabel heraus. So schaut das Ganze aus. Sieht natürlich jetzt ein bisschen wirr aus oder viel. Bevor wir das jetzt abisolieren, messen wir natürlich nochmal den Durchgang. Das wird wahrscheinlich ein 68er sein, richtig. Bevor ihr die Spots bestellt, müsst ihr das natürlich überprüfen. Und unter anderem auch die Tiefe. Also wie gesagt, das ist eine abgehangene Decke. Und wir haben jetzt hier eine Tiefe von etwa 24 cm. Aus der Decke gucken insgesamt 6 Kabel. Und jetzt wird der ein oder andere sich fragen, warum 6 Kabel? Ganz einfach, wir haben eine Leitung, die wurde einfach getrennt und dann ergeben sich einfach, was heißt 6 Kabel, 6 Adern. Ne?
Und das gelb-grüne, das ist einfach das Erdungskabel. Sprich, der wird hier einfach rumgewickelt, damit wir eine Zugentlastung haben. Besser gesagt, damit das eine Kabel mal nicht abhaut, wenn man die Lampen beispielsweise wechselt. Dann haben wir natürlich einmal hier zwei blaue und zwei braune. Das blaue ist der Neutralleiter und das braune ist der Außenleiter oder die Phase. Und das Ganze wurde jetzt an einer Lüsterklemme geklemmt. Das heißt, zwei Kabel jetzt oder Adern gehen jetzt hier rein. Ist natürlich so ein bisschen brutal. Und so eine Lüsterklemme verwendet man heutzutage eigentlich auch gar nicht mehr bei so Elektroarbeiten. Und dementsprechend könnte ich jetzt auch nicht zwei Adern in meinen Transformator mit reinstecken. Ihr habt ja gerade gesehen oder werdet es gleich sehen, dass es sehr, sehr eng ist. Und da verwende ich ganz, ganz gerne oder ganz oft jetzt im Elektroarbeiten, werden diese Vakuumklemmen verwendet, beziehungsweise es gibt dieses System, gibt es auch zum Stecken, gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Und da könnt ihr beispielsweise jetzt hier zwei Adern anschließen, umklappen, könnt das natürlich auch wieder öffnen, sind halt wiederverwendbar. Und das ist halt eine ganz, ganz tolle und vor allem sichere Sache. Dementsprechend nehme ich zwei Dreier und habe noch eine Ader übrig. Und wie gesagt, ist hier der 230 Volt Direktanschluss. Ihr schraubt jetzt die zwei kleinen Schrauben ab und da sehen wir auch schon unser Anschluss. Das heißt, wir könnten jetzt dort unmöglich zweimal dieselbe Ader anschließen. Das würde nicht gehen, ne? Und es ist halt extrem gefährlich, dass dann hier ein Kurzschluss entsteht. Dementsprechend schließen wir jetzt hier unsere zwei Kabel an und die können wir dann an die Vago-Klemme anschließen. Die Kabel sind angeschlossen soweit. Dementsprechend können wir das Ganze jetzt einführen und es ist wirklich ganz, ganz einfach. Rein und zack, Klemme umgelegt. Das Schöne ist halt, dass man die wiederverwenden kann oder wenn das Ganze jetzt nicht funktionieren sollte, kann man das Ganze schnell zack dementsprechend auseinandernehmen. Bevor ich das Ganze jetzt einfädel, lege ich natürlich die Sicherung nochmal rein und überprüfe, ob das auch funktioniert. Voila, das Ganze funktioniert sehr gut und jetzt führen wir das Ganze wieder vorsichtig zurück in das Loch hinein. So lege ich das Kabel zuerst so und dann unsere erste Klemme. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen Fummelarbeit und wie gesagt, wascht euch ganz, ganz oft die Hände immer. Oder zieht weiße Handschuhe an, dementsprechend, dass ihr dann keine bösen Überraschungen dann später habt. Ne? So, das Ganze ist jetzt fertig installiert und jetzt machen wir die nächsten vier. Ganz wichtig ist natürlich, da wir das Ganze variabel verstellen können, dass ihr den Abstand immer zur Wand misst und kontrolliert nicht, dass eure Lampen nachher teilweise versetzt sind. Ne? Das kann man nämlich... Das hier nenne ich wirklich Wohnraumqualität. Wir gucken uns erstmal ein Vorherbild an. Ihr könnt sehen, das Ganze wurde nicht richtig ausgeleuchtet. Es ist wirklich kalt und der Flur kommt ganz, ganz anders zur Wirkung. Und das drückt natürlich etwas aufs Gemüt. Und jetzt, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, es ist richtig schön ausgeleuchtet. Man fühlt sich richtig wohl. Man kann etwas sehen. Es ist auch kein grelles Licht. Es ist ein sehr, sehr angenehmes, warm, weißes Licht. Ja, und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie immer, gib dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn damit die Zuschauer, die das Video anklicken, gleich sehen, hey, dieses Video hat mir weitergeholfen. Das hat mir etwas gebracht. Das ist wirklich sehenswert. Ansonsten würde ich sagen, ein Abo ist natürlich auch nicht schlecht und alle Infos zu diesem Video, zu diesen Produkten vor allem, findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Handwerk und vielen, vielen Dank an Paumann Licht für diese tolle Kooperation, besser gesagt, für diese tollen Produkte. Bis dann. Ciao.